Wenige Tage vor seinem Tod wurde Ludwig van Beethoven diese Locke abgeschnitten. Für eine Frau, die sich Elisabeth nannte. Das Geheimnis, ob sie die Elise war, die seinem bekanntesten Werk den Namen gab, nahm Beethoven mit ins Grab. Es liegt ein romantisches Dunkel um die Entstehungsgeschichte, vor allen Dingen um die Widmungsfrage. Und das ist eine Erklärung, warum die Faszination dieses kleinen Klavierstücks so hoch ist. Historische Dokumente beweisen, erst mit dem steigenden Absatz von Klavieren am Ende des 19. Jahrhunderts wurde für Elise weltbekannt. Und als Richard Clidamont eine Klassik-Pop-Version auf Schallplatte veröffentlichte, wurde das Stück zum internationalen Schlager. Heute hat sogar die Rap-Musik Beethovens Werk entdeckt. Konzertpianisten haben für Elise lange gemieden. Eine junge Generation will nun dem Werk und seiner Geschichte auf den Grund gehen. Ich bin mit diesem Stück sozusagen aufgewachsen, aber halt nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Und es hat mich überall immer verfolgt. Immer wenn ich das irgendwo gehört habe, hatte ich einen fürchterlichen Ohrwurm davon. Ich kann aber mir vorstellen, dass man etwas Angst hätte, wenn man dieses Stück im Konzert spielt. Für Elise ist kein Stück, das in Konzerten gespielt wird, vielleicht weil es so populär ist, vielleicht aber auch, weil es so wäre, als würde man das spielen. Die Spurensuche beginnt in Wien. In diesem Haus an der Mölkerbastei wohnte Ludwig van Beethoven, als er für Elise schrieb. 1808 und 1810 entstanden die ersten Skizzen. Der Berliner Musikwissenschaftler Klaus-Martin Kopitz sucht seit Jahren Indizien dafür, wer Elise war. Hier findet er erste Anhaltspunkte. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit den biografischen Quellen zu Beethoven. Und da war Elisabeth Röckel eine der wenigen, die eigentlich der Beethoven-Forschung auch sehr lange bekannt sind und die genau im richtigen Zeitraum quasi mit Beethoven verkehrt hat. Und es war natürlich klar die Frage, gibt es da einen Zusammenhang mit dem Stück für Elise? Elisabeth Röckel? Besuchte sie Beethoven hier? War sie seine Geliebte? Also es gab ja an sich nur wenige Frauen, die in Beethovens Leben eine Rolle gespielt haben. Aber gerade mit dieser Wohnung sind schon einige Namen verbunden. Das war also, wie gesagt, erstmal Elisabeth Röckel, dann Therese Malfatti. Und dann kamen im Frühjahr 1810 gleich zwei Frauen sozusagen auf einmal, die alles durcheinander brachten. Das war zum einen Bettina Brentano, spätere von Arnim. Und nicht zu vergessen ihre Schwägerin Antonie Brentano. Und damit ist im Prinzip auch Schluss mit den Frauen in Beethovens Leben. Er war einfach mit der Musik verheiratet. Doch Beethovens Leidenschaft muss groß gewesen sein. 1812 verfasst er einen Brief an die unsterbliche Geliebte. Das Rätsel um ihre Identität ist bis heute ungelöst. Ebenso wie die Frage nach der geheimnisvollen Elise. Sicher ist, aus dieser Skizze von 1808 wurde ein Bestseller.